ich darf Sie persönlich, aber auch im Namen von dem Bürgermeister der Stadt Schüttorf, Thomas Hammerling, sowie der Räte der Stadt und der Samtgemeinde sowie der Samtgemeindeverwaltung zum diesjährigen Neujahrsempfang hier in der Mensa der Armen Hauptschule ganz herzlich begrüßen. Darf Ihnen im Namen aller und auch persönlich für 2012 alles, alles Gute wünschen, vor allen Dingen Gesundheit, wie wir Schüttorfer sagen, Glück in Tücken. Wir freuen uns, wir wussten vorher ja auch nicht, wir sind das erste Mal jetzt hier in diesen Räumlichkeiten. Wir hatten ja in der Vergangenheit verabredet, die Räumlichkeiten durchaus mal zu wechseln. Zum einen, damit sie behindertengerecht zugänglich sind. Zum anderen, damit man auch mal sieht, was wurde denn alles so in der Samtgemeinde oder Stadt gemacht. Denn man liest ja immer viel, man konnte es ja auch letztens noch lesen, es wird viel in die Infrastruktur investiert. Aber wir dachten uns, wenn wir dann mal andere Räumlichkeiten aufsuchen, dann kann man sich auch mal ein Bild davon machen, wie es denn tatsächlich geworden ist. Denn nicht alle haben Kinder, die hier zur Schule gehen. Und insofern freut uns das. Und noch mehr freut mich besonders, oder uns, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Im Rathaus war es ja doch dann immer ziemlich eng und brechen voll auf zwei Ebenen. Und ich denke, hier das Bild sieht wirklich klasse aus. Und danke an alle, die dann hier auch für die Vorbereitung und Durchführung oder aber heute hier dann rege tätig sind, um zum Erfolg dieses Neujahrsempfangs beizutragen. Und denken Sie dran, hier sind ganz, ganz viele Politiker. Wenn Sie Sorgen, Nöte, Wünsche haben, dann versuchen Sie, die heute an den Mann, an die Frau zu bringen. Es wird mir schon zugetragen werden. Wir sind gut vernetzt, Schüttorf ist gut vernetzt, kann ich auch noch sagen, als Statement oder als Abschlusssatz. Und das sieht man ja daran, wir hatten irgendwann, als ich dann dieses GN-Jahresgespräch dann terminiert bekommen habe, dann guckt man ja nochmal die Presse so durch der letzten Jahre. Und 2005 hieß es mal, in Schüttorf muss ein Wir-Gefühl entstehen. Und dieses Wir-Gefühl, das wird gelebt. Hier kann ich als Paradebeispiel jetzt auch mal nennen, die neuen Medien, Facebook mit über 1750 Mitgliedern, glaube ich, die sich sogar auch sozial engagieren, also auch ganz, ganz toll. Machen Sie so weiter, wir machen so weiter und dann ist mir um Schüttorf nicht bange. Danke. Ich freue mich, dass Sie alle heute zu diesem Neujahrsempfang
teilgenommen haben, um diese Veranstaltung zu einem Festakt besonderer Güte zu machen. Eine letzte Anmerkung noch zu diesem Zettel, die Herr Windhaus, lieber Manfred, in der Hand gehalten hat. Also der Zettel, der ist aus meiner Sicht richtig cool und ich sage jetzt warum. Jens Lehmann hatte damals auch einen Zettel und das hat bei dem einen Spiel auch geklappt. Und Manfred Windhaus, das sind jetzt reine Interner, Manfred, sehen wir das bitte nach. So einen Zettel hatte Manfred Windhaus beim Wirtschaftsministerium bei Herrn Bode in Hannover. Und was daraus geworden ist, konnten Sie alle in der Presse lesen. Kleiner Zettel, viel Inhalt und über 1 Million Wandertaschen drauf. Das ist auch toll. Vielen Dank.